Hallo, wir haben in der letzten Stunde die Symmetrie von Molekülen analysiert und dabei Kriterien herausgearbeitet, ob ein gegebenes Molekül ein Gesamtdipolmoment haben kann oder nicht. Wir haben in dem Molekül die Symmetrieelemente bestimmt, Spiegelebenen, Drehachsen. Und wenn diese Symmetrieelemente eine gemeinsame Schnittgerade haben, würde diese Schnittgerade die Richtung definieren, in dem ein Vektor liegen muss. Es wäre in dem Fall diese Richtung hier. Wenn dagegen nur ein Punkt invariant bleibt, muss das Molekül apolar sein, die Symmetrie verbietet es. Also Symmetrieanalysen helfen, bei komplexen Molekülen sehr schnell eine Vorhersage zu treffen. Wir werden heute zeigen, dass die Symmetrieoperationen eine mathematische Gruppe bilden. Und dabei können wir alle Sätze, die Mathematiker über Gruppen abgeleitet haben, auf Symmetrieoperationen und Moleküle anwenden. Und das gibt weitreichende Schlüsse. Viel Spaß! Wie definieren Mathematiker eine Gruppe? Eine Gruppe habe Elemente. Nehmen wir die A, B, C. Und jetzt gibt es eine Verknüpfung zwischen den Elementen, die im Folgenden Multiplikation genannt wird, egal welche Natur die hat. Also wenn ich A mit B multipliziere, dann kommt wieder ein Element der Gruppe rein. Und das ist ein wichtiges Kriterium, die Abgeschlossenheit. Also zwischen diesen Elementen ist eine Verknüpfung definiert, sodass die Verknüpfung der beiden Elemente wieder ein Element aus der Gruppe liefert. Das ist der erste Kriterium. Diese Verknüpfung ist assoziativ. Das heißt, es ist egal, wo ich die Klammern setze. Das Ergebnis ist davon unbenommen. Das nächste wäre, es gibt ein neutrales Element in der Gruppe. Dieses neutrale Element E, wenn ich das mit A multipliziere, kommt das gleiche raus wie A mal E und das ist gleich A. Und das nächste, was noch gesagt wird, es gibt zu jedem Element ein inverses Element. Das heißt, es gibt ein a hoch minus 1, das Teil dieser Gruppe ist. Und a hoch minus 1 auf a angewandt gibt e. Und das ist kommutativ a mal a hoch minus 1. Wir werden im Folgenden zeigen, dass die Symmetrieoperationen erfüllen diese Kriterien, bilden eine mathematische Gruppe. Wichtig, Symmetrieoperationen. Das ist das NH3-Molekül. Das ist die C3-Achse. Mit der C3-Achse sind drei Operationen verknüpft. Drehe um 120 Grad, drehe um 240 Grad, drehe um 360 Grad. Also hier für die C3-Achse, das ist das Symmetrieelement, gibt es die C3, C3 zweimal angewandt,
C3-3, was nichts anderes ist als die Identität. Also wir werden im Folgenden zeigen für eine einfache Gruppe, dass diese Kriterien erfüllt sind. Symmetrieoperationen bilden eine mathematische Gruppe. Sie ist abgeschlossen. Die Verknüpfung liefert wieder ein Element aus der Gruppe. Die Verknüpfung ist assoziativ. Es gibt ein neutrales Element und zu jedem Element ein inverses Element. Wir hatten in der letzten Vorlesung eine Reihe von Molekülen kennengelernt, die alle die gleichen Symmetrieelemente aufweisen. Sie gehören alle zur mathematischen Punktgruppe C2V. Also die in der letzten Stunde diskutierten Moleküle waren Wasser. Das 1,2-Dichloroethen, und zwar die Cis-Konformation. In einen Würfel kann man gut ein Tetraeder einschreiben. C, H, H, Chlor, Chlor. Das Dichlormethan. Und die letzte Verbindung, die wir das letzte Mal diskutiert haben, war das Phosgen. Chlor, Chlor. SP2 hybridisiert. Wenn Sie die Moleküle anschauen, was die Punktgruppe C2V ausmacht, ist diese Kombination: Spiegelebene, Spiegelebene. Der Schnittpunkt der beiden definiert genau die Lage der C2-Achse. Dieses Muster finden Sie im Wasser. Dieses Muster finden Sie hier in diesem Molekül. Das Muster finden Sie hier auch in dem Dichlormethan und das Muster auch in dem Phosgen. Ich möchte im Folgenden ein etwas komplizierteres Molekül nutzen, um die Abgeschlossenheit der Gruppe zu zeigen, und zwar das Ethylenoxid, was Sie hier sehen. Also Ethylenoxid sieht so aus: C, C, H, 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 H. Können Sie vom Ethen hier ableiten und Sie überbrücken das hier durch ein Sauerstoffatom. Wenn ich dieses Molekül beschreiben möchte, sollte ich ein Koordinatensystem einlegen und ich wähle das als die Z-Richtung, das als die X-Richtung und hier ist die Y-Richtung. Also das ist Z, das ist X und das ist die Y-Richtung. Und diese Punktgruppe C2V hat folgende Symmetrieoperation: Mache nichts, drehe um 180 Grad, spiegle an der einen Ebene, spiegle an der anderen Ebene. Und diese Symmetrieoperationen bilden eine mathematische Gruppe, wenn die gerade diskutierten Axiome erfüllt sind. Weil die Gruppe muss abgeschlossen sein, die Verknüpfung muss assoziativ sein, es muss ein neutrales Element geben und zu jedem Element ein inverses Element. Und das wollen wir zeigen anhand dieses Systems. Also ich kann das Molekül etwas vereinfacht zeichnen. Ich mache das mal so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. H, 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 C, C. Das O interessiert mich jetzt nicht. Und jetzt frage ich mich, was macht die
C2-Operation mit dieser Anordnung. Nun, bei der C2-Operation tauschen die Plätze. Es resultiert 2, 1, 4, 3, 6, 5. Das ist genau das, was passiert. Was passiert bei der Symmetrieoperation Sigma XZ? Sigma XZ ist diese Spiegelebene. Wenn ich an dieser Ebene spiegle, dann tauschen die Plätze. Es steht also hier 3, 4, 5, 6 bleibt, wo es ist. Und 1, 2. Das ist dieser Effekt. Was passiert, wenn ich die nächste Ebene benutze, die Sigma YZ-Ebene? Die YZ-Ebene ist senkrecht dazu hier. Das heißt, die wechseln Plätze. Ich habe 2, 1, 6, 5, 4, 3. Das ist, was bei diesen Symmetrieoperationen passiert. Und jetzt möchte ich diese Punktgruppe C2V näher analysieren und die Abgeschlossenheit demonstrieren. Mache nichts ist ein Symmetrieelement. Drehe um 180 Grad. Spiegle an der XZ-Ebene, spiegle an der YZ-Ebene. Das sei die erste Operation. Und die zweite Operation sei jetzt hier wieder E, mache nichts, drehe um 180 Grad, spiegle an der XZ-Ebene, spiegle an der YZ-Ebene. Und jetzt wollen wir uns überlegen, was bei der Verknüpfung dieser Elemente rauskommt. Und damit die Abgeschlossenheit zeigen. Wir verknüpfen diese Elemente und es darf nichts anderes rauskommen als einer dieser Elemente. E ist natürlich einfach. E, C2, Sigma XZ, Sigma YZ. Wir machen die Operation und danach nichts. C2 mal E gibt C2. Sigma XZ, Sigma YZ. Das war einfach. Zweimal das gleiche machen. Ich drehe um 180 Grad und drehe nochmal um 180 Grad und ich bin bei der Ausgangssituation. Ist die Identität. Ich spiegle einmal und spiegle nochmal. Identität. Ich spiegle nochmal. Identität. Das haben wir jetzt aufgeführt. Was uns jetzt noch nicht klar ist, ist Sigma XZ mal C2. Was kommt daraus? Sigma XZ gab diese Anordnung und wenn ich jetzt hier eine C2-Operation anwende, drehe ich wieder die Positionen. Ich habe also hier 4, 3, 2, 1, 6, 5. Gab es die schon mal? Ja. Das Ergebnis ist Sigma YZ. Das ist Sigma YZ. Nächste, Sigma YZ mal C2. Sigma YZ mal C2. Wenn ich davon C2 nehme, bin ich jetzt hier bei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo kam das schon mal vor? Ah, das kam hier vor, nämlich Sigma XZ. Also hier kommt raus Sigma XZ. Und wir sehen, dass diese Verknüpfung auch hier wieder nur Elemente gibt, die in der Gruppe schon da waren. Was ist C2 mal Sigma XZ? C2 Sigma XZ war das hier. Und da wechseln die Plätze, Sigma XZ, es entsteht hier
2, 1, 6, 5 bleibt, 4, 3. Hatte ich das schon mal gehabt? Das ist Sigma YZ. Was ist Sigma YZ? Sigma YZ. Sigma XZ mal war diese Anordnung, jetzt soll ich es an Y spiegeln. 4, 3, 6, 5, 2, 1. Das ist C2. Entschuldigung, das ist C2. Und was ist das? C2 mal Sigma XYZ. Das ergibt nichts anderes als Sigma XZ. Diese Gruppe ist sogar eine symmetrische Gruppe. Und Sigma XZ mal Sigma YZ ist C2. Also können Sie nach dem gleichen Schema auch noch die letzten richtig sauber machen. Aber was rauskommt ist, die Gruppenaxiome sind erfüllt. Also wir hatten eine Reihe von Elementen. Die Symmetrieoperationen, diese vier, bilden eine mathematische Gruppe. Die Verknüpfung von denen ist das hintereinander ausführen, die natürlich dann assoziativ ist. Die Verknüpfung ist so, dass immer etwas aus dieser Gruppe entsteht, abgeschlossen. Und zu jedem Element gibt es ein inverses Element, das das neutrale Element der Gruppe liefert, mache nichts. Voilà, wir haben eine C2V. Ist eine mathematische Gruppe. In meiner Mastervorlesung Gruppentheorie käme jetzt ein längerer Block über die Darstellung einer Punktgruppe durch Matrizen, bezogen auf eine gewählte Basis. Diese Matrizen würden auch die Gruppentafel erfüllen und wir würden untersuchen, ob dieses Matrizensystem durch eine unitäre Transformation zerfällbar ist. Ideal wäre es, wenn man die Matrizen alle durch eine unitäre Transformation gleichzeitig in Blockdiagonalstruktur oder Diagonalgestalt bringt. Ich möchte hier einen anderen Weg beschreiten, weil das ist eine Einführungsvorlesung für Physiker im zweiten Semester. Wir betrachten die Gruppentafel und machen uns das plausibel durch Betrachten des Transformationsmusters ausgewählter Funktionen. Also das ist die Gruppentafel. Diese Gruppentafel beschreibt eine wesentliche Quintessenz der Gruppentheorie. Sie sehen hier Zahlen A1, 1, 1, 1, 1, A2, 1, 1, minus 1, minus 1, B1, 1, minus 1, 1, minus 1 und 1, minus 1, minus 1, 1. Auch diese Zahlen erfüllen die Gruppentafel, wie man sich leicht überlegen kann. Diese Zahlen heißen irreduzible Darstellung einer Punktgruppe. Wir wollen uns diese Zahlen ableiten durch Betrachten des Transformationsverhaltens ausgewählter Funktionen. Wie transformiert sich das Px, Py und Pz-Orbital unter den C2V-Symmetrieelementen? Wie transformiert sich das 2S-Orbital? Also wir haben hier das Koordinatensystem gewählt und das können wir uns anschauen. Das Px-Orbital ist so orientiert, plus, minus. Unter der Identität bleibt alles, wie es ist, 1. Unter der 180-Grad-Teilung ändert sich die Phase, plus, minus.
Diese Funktion ist minus 1 mal der Ausgangsfunktion. Die andere Spiegelebene verändert nichts. Plus, minus. Plus 1. Die andere Spiegelebene lässt die Vorzeichen verändern. Plus, minus. Schauen wir die nächste Funktion an. Das PY-Orbital, das schaut in diese Richtung, unter der 180-Grad-Drehung, minus 1. Eine Spiegelebene lässt das verändern, minus plus, minus 1. Die andere Spiegelebene hat keinen Einfluss, plus 1. Das heißt, das Verhalten hier wäre Identität 1, minus 1, minus 1, plus 1. Wie transformiert sich das PZ-Orbital? Plus, minus, Identität macht nichts. Drehung 180 Grad, 1. Ich spiegle 1. Ich spiegle an der anderen Ebene plus 1. Versuchen wir die vierte Kolonne auch noch zu reproduzieren unter der Nutzung der 3DXY-Funktion. Wie liegt die 3DXY-Funktion? Schreiben Sie es hin und versuchen Sie alleine die Zahlenkolonne zu ermitteln. Das 3DXY-Orbital bleibt unter der Identität wie gehabt. Unter der C2-Operation bleibt es auch plus 1, minus, minus, plus, plus, bleibt so. Die beiden Spiegelebenen lassen aber immer das Vorzeichen ändern. Damit haben wir jetzt unter Nutzung dieser Funktionen die irreduziblen Darstellungen der Punktgruppe uns klargemacht. Wir haben gesagt, das PZ-Orbital transformiert sich wie A1. 1, 1, 1, 1, 1. Wir finden, dass das PX-Orbital sich wie 1, minus 1, minus 1, Entschuldigung, 1, minus 1, 1, minus 1 transformiert. Das PY-Orbital entspricht 1, minus 1, minus 1, 1. Und das DXY-Orbital wie 1, 1, minus 1, minus 1. Wir sind also angekommen bei dieser Punktgruppe C2V und haben uns diese irreduziblen Darstellungen der Punktgruppe verständlich gemacht. Was wir jetzt nächstes sehen werden, dass alle Eigenschaften eines Moleküls sich transformieren wie eine irreduzible Darstellung der Punktgruppe. Und wir werden dann weiterhin einen Satz kennenlernen aus der Mathematik, der uns hilft, Integrale von Matrixelementen viel einfacher auszuwerten durch das direkte Produkt irreduzibler Darstellung von Punktgruppen. Wasser gehört zur Punktgruppe C2V. Wichtige physikalische Größen transformieren sich wie eine irreduzible Darstellung der Punktgruppe. Ich möchte Ihnen das klar machen anhand der drei Normalschwingungen, die das Wassermolekül hat. Also Wasser hat drei Normalschwingungen. Normalschwingungen haben Sie in der Mechanik kennengelernt und die waren recht fundamental. Uns auch plausibel machen, wie die sind. Erstmal alle Atome schwingen mit der gleichen Frequenz. Alle gehen gleichzeitig durch die Gleichgewichtslage, erreichen gleichzeitig den maximalen Punkt. Das ist ein Kennzeichen von Normalschwingungen. Und komplexe Bewegungsformen eines Moleküls
kann ich durch die Normalschwingungen beschreiben. Was ist ein gewinkeltes Molekül? Und dann habe ich 3n-6 Freiheitsgrade. Es bleiben 3 Normalschwingungen übrig. Und die können wir uns konstruieren. Eine Schwingung erfordert, dass der Schwerpunkt erhalten bleibt. Hier ist der Schwerpunkt dieses Moleküls. Die erste könnte so sein, dass das H geht nach draußen und das H geht nach draußen. Wenn das O ortsfest bleiben würde, würde der Schwerpunkt sich verändern. Es wäre eine Translation. Deswegen muss sich hier der Sauerstoff hierhin bewegen. Das ist eine Normalschwingung. Die nächste wäre so. Und auch hier wird sich der Schwerpunkt verändern. Der muss hier hingehen. Die nächste Schwingung wäre so, der geht hier rein, der schwingt hier raus. Und damit der Schwerpunkt da bleibt, wo er sein soll, muss ich das Sauerstoffatom hierhin bewegen. Auch die können Sie mit einer Matrizenanalyse genau hinbekommen. Aber das sind die 3 Normalschwingungen. Wie transformieren sich die? Die Punktgruppe war C2V. Die Symmetrieoperationen E, C2, Sigma XZ, Sigma YZ. Schauen wir diese Schwingung an. Identität, alles bleibt wie gehabt. Ich drehe um 180 Grad, aber nichts hat sich verändert. Ich spiegle mich eben über das XZ, spiegle an der Ebene 1. Spiegel an der anderen Ebene 1. Also ich sage, diese Normalschwingung transformiert sich wie A1, diese Zahlenkolonne. Schauen wir diese Schwingung an. 1, 1, 1, 1. Auch diese Normalschwingung transformiert sich wie A1. Was ist mit der Schwingung? 1. Achtung, minus 1. Sigma XZ 1. Sigma YZ minus 1. Und dann sage ich, diese Schwingung transformiert sich wie B1. Also nicht nur diese Orbitale, die wir gerade angeschaut haben, klassifizieren sich nach diesem Transformationsmuster, auch Normalschwingungen und andere Eigenschaften. In der nächsten Vorlesung, wenn wir jetzt das Nutzen und das direkte Produkt irreduzibler Darstellung einführen und sehen, wie man dann komplizierte Integrale sehr viel einfacher berechnen kann, und mit berechnen meine ich, man kann sagen, das Integral ist 0 oder nicht 0. Und das ist das, was man häufig haben möchte für Auswahl.